Schön, dass ich dich wieder auf meinem Kanal begrüßen kann. Es geht heute um das Fortsetzen einer Reihe, die ich euch ja hier schon begonnen habe, von kleinen Interfaces zur Ergänzung für diesen modernen Laptop. An dem Dell XPS 15 kann ich leider keinen Router anschließen, direkt anschließen über einen RJ45-Eingang. Damit kann ich natürlich eher die hohe Geschwindigkeit des Routers nicht nutzen. Also Gigabit-Router kann man hier eher nicht verbinden. Über das Wi-Fi geht es dann schon, aber da schaffe ich ja keine Gigabit pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit. Um das zu realisieren, gibt es da ein kleines Interface, welches ich euch heute vorstellen werde. Ein kurzer Schwenk über den Inhalt des Lieferumfangs zeigt natürlich eine Verpackung, die Bedienungsanleitung und den Adapter selbst. Den schauen wir uns noch etwas näher an. Ihr seht ja Typ C Eingang und einen RJ45 Ausgang mit zwei Lumineszenzdioden, deren Farbe wir noch uns näher anschauen werden, gelb und grün. Die Bedienungsanleitung ist natürlich auch in Deutsch sehr ausführlich, da bleibt keine Frage offen. Das sind die Anschlüsse, an die ich es anschließen könnte. Also ich habe hier zwei USB-C Anschlüsse an meinem Dell PC und ihr seht, gelb blinkt es einfach aus dem Grund, weil die Gegenseite kein 2,5 Gigabit Interface ist. Hier wird er von Windows 11 klar erkannt. Da gibt es keine Probleme. Ist ja ein Realtek-Chip drin. Der Treiber wird automatisch installiert. Also da braucht er nichts nachsetzen oder zu installieren. So zeigt er sich dann unter Windows 11. Hier sehen die wichtigsten Daten. Wichtig ist, dass die Verbindungsgeschwindigkeit zweimal 1 Gigabit ist. Das liegt einfach daran, dass die andere Seite keinen 2,5 Gigabit Ausgang hat. Also mein Router hat leider nur einen 1,0 Gigabit Ausgang. Eine Messung bleibt natürlich nicht aus. Ich prüfe hier, ob ich die volle Bandbreite meines Providers ausnutzen kann. Das ist ja eigentlich ziemlich klar. Die liegt ja im Moment nur bei 500 Megabit pro Sekunde. Der Upload ist natürlich auch locker und leicht zu schaffen. Schauen wir uns vielleicht nochmal ein klein wenig die Dinge an, die der Hersteller bietet. Also hier ist das Messergebnis zu sehen. Wichtig ist, liebe Freunde, dass ihr die richtigen Kabel nutzt. Wenn ihr die volle Geschwindigkeit ausnutzen wollt, dann braucht ihr dann schon ein Cat6 Kabel. Das ist also doppelt abgeschirmt und verdrillt. Das sind nochmal die Unterschiede in den Geschwindigkeiten. Das ist aber ein ziemlich plausibles Shortcut. Und hier seht ihr auch, dass es 2,5 mal schneller sein. Ja, leider konnte ich natürlich keine 2,5 Gigabit pro Sekunde demonstrieren. Das ist ja relativ klar. Mein Provider bietet mir im Moment leider nur eine 500 Megabit Schnittstelle, die ich ja jetzt ausnutzen konnte. Das habt ihr ja gesehen. Das war's, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.